der Vorbereitung kann ich euch noch den Tipp mitgeben, wenn ihr Zwiebeln oder jetzt wie in dem Fall Schalotten habt, hebt euch die Schale, die nicht gerade unbedingt dreckig ist, mit auf. Genauso wie die Möhrchenschalen. Das könnt ihr jetzt sammeln, einfrieren und wenn ihr dann genug davon habt, könnt ihr dann daraus eine Gemüsebrühe kochen. Erstens weiß man dann, was drin ist. Und zweitens schmeckt die dann auch besser als die gekaufte im Glas oder die halt Brühwürfel oder wie auch immer. Das mal alles mit hier rein. In den kleinen Topf, halt schon. So. Denn so kann man halt seine Reste noch etwas wiederverwenden. So, ich mache jetzt einfach noch etwas Knoblauch mit rein, dass man so ein bisschen stinken kann. Knoblauch ist ja auch sehr gesund mit. Und er schmeckt halt auch lecker, gerade der frische. Ich finde, der getrocknete, den man immer so hat, der ist mir immer so ein bisschen so, naja. Wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen nehme ich lieber frische Knobi. Hey, hey. Was du? Ich mache jetzt was zu essen. Was denn? Reis mit Gemüse. Ich möchte auch ohne Gemüse. Du willst Reis ohne Gemüse? Ja. Hey Mama, du musst noch auf. Mama? Ja. Der geht auf. Der. Ah, endlich. Der, aber schmeiß es doch heute nicht um mich herum. Wie soll ich die dann noch? Guck mal, ich hab drei. So. Ja. Einer. So, zum Anbraten mache ich ein bisschen Kokosöl rein. Ich gebe dann noch so einen leckeren Touch. Und hier so einen kleinen Kaffeelöffel rein. Teelöffel. Wie auch immer. So. Ich muss es nur noch anbraten. So, zum Würzen nehme ich dann wieder unser schönes Salz. Ein bisschen was rein. Ein bisschen schwarzer Pfeffer. Oder was ist das große Löffel? So. Und Kräuter der Provence. Die passen wirklich gut zu Gemüse, finde ich. Es gibt dann nochmal so einen leckeren Touch mit drin, finde ich. So, und während das jetzt hier blubbert, machen wir jetzt ein bisschen Tomatenmark. Okay. So. Das dürfen wir uns jetzt mal reißen. So, alle hier. Ich habe alles dann noch so ein bisschen Aroma mit, wenn man alles jetzt anfühlt.
So. Gut, noch ein paar Erbsen getränkt. Und ich sag nicht so viel, weil für den ist das eine andere Idee. Nehme ich den Rest meines Blumenkohl, was ist das, den ich gestern gekocht habe, rein. Schon hat man wieder etwas Ruhe in der Küche. So. Und schon hat man eine schöne Tomatike. Soße. Die auch schön bunt aussieht. Wie man es sieht. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ich habe das andere Kochvideo mit vorne dran geschnitten, weil es am Ende so abgehackt war. Auf alle Fälle, wenn ihr bei dem Rezept das Reiswasser mit in die Soße reingebt, um das noch ein bisschen zu ergänzen, habt ihr gleich noch so einen Bindeeffekt durch die Reisstärke mit drin. Und da braucht ihr nicht extra so ein künstliches Soßenpulver, Soßenbinder mit reinzunehmen. So viel noch dazu. Ich mache jetzt hier ein bisschen Herbstputz. Kein Frühjahrsputz, sondern Herbstputz. Damit man sich auch wieder ein bisschen wohlfühlt, weil am Wochenende blieb doch etwas viel liegen und man möchte ja mal ein bisschen aussortieren und alles. Und da werde ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen. Wie ihr seht, befinden wir uns auch gerade im Kinderzimmer, welches jetzt erstmal aufgeräumt wird und sortiert wird, weil mit vielem spielt sie auch nicht mehr und vieles liegt hier einfach auch rum, was ich überhaupt nicht leiden kann. Und somit wird aufgeräumt. Genau. Ja, wir sind schon etwas vorangekommen, oder ich zumindest. Ich tue mich sogar dem Schreibtisch widmen, dass der auch wieder ordentlich aussieht. So dass man dann hier auch ordentlich Hausaufgaben dran machen kann und auch lernen kann. Denn es geht jetzt die Woche los mit Hausaufgaben. Wurde gesagt im Hort. Und da bin ich mal gespannt, wie das alles so wird. Denn, ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube, jedes Elternpaar wird sagen, das eigene Kind
schlau ist und so. Es gibt natürlich auch Ausnahmen bei Kindern. Aber man soll ja nicht immer so schlecht reden über andere. Auch wenn es mal leid und manchmal der Fakt ist. Das gebe ich gerade. Die hellste Kerze auf der Tochter sind. Aber das ist ja alles kein Beinbruch, das kann man ja auch alles finden. So, das noch mit hier rein. Wollen wir so viel Zeit haben. Was war das? Das war der kleine Knopf, doch nicht das dahin. Stimmt. So. Manchmal ist einem gar nicht so bewusst, was man alles so viel Zeit hat. Wenn man dann einmal anfängt, bis man dann auf einmal anfängt aufzuräumen, auszumisten und so weiter und so fort. Das ist jetzt so, das kommt dann irgendwann. Ihr kommt in eine Extrakiste. Ja, und wie gesagt, ich finde, man kann seine Kinder, auf verschiedene Arten fördern. Es muss ja nicht immer der abgetroschene Lehrplan sein, den wir hier in Deutschland haben. Sondern man kann seinen Kindern auch beibringen, zum Beispiel, welche Pflanzen man draußen essen kann, welche nicht. Die zwei CDs übrigens sind dort eingeworfen, hatte zum Schulanfang von meinem Vati mitgekriegt. Das ist einmal der Traumzauberbaum, Geschichtenlieder von Reinhard Lacomi. Und Monika Erhort. Und das ist Mimmelit, das Stadtkaninchen. Eine poetisch-komische Geschichte darüber, dass nicht alles, was alt ist, auf den Müll gehört. Manchmal fehlt eben nur ein bisschen Schmieröl, ein bisschen Farbe, ein bisschen Hilfe. Das gewitzte Stadtkaninchen Mimmelit erfährt, dass sich in der Stadt ein quietschendes Geheimnis aufhalten soll. Ein Eisengeist. Die Neugier und trotziger Mut helfen Mimmelit, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, mitten in der tiefen Nacht. Ja, die sind, wie man sieht, auch schon ein bisschen älter, aber es sind wirklich schöne CDs und Geschichten. Ich habe eine ganze Sammlung von CDs, Kinder-CDs und dergleichen, welche ich auch nicht missen möchte. Philly Pferdchen, Geschichten von Herr Fuchs und Frau Elster. Kennt ihr viele von euch von Sandmann? Obwohl ich beim Sandmann wirklich ein großer Plumps-Fan bin. Jetzt kommt hier rein. Eiskönige. Darf natürlich nicht fehlen. Und einmal dann noch Miraculous. Geschichten von Ladybug und Cat Noir. Ist wirklich schön gemacht. Die Zeichentrick-Serie. So. Denn hier liegt noch Spielzeuggeld mit drin. So, du kommst mit rein. So. Ja. So. Erstmal dahin. Ein
Einhornmalbuch. Das sind wirklich schöne Bilder mit drin. Das gab es oder gibt es noch bei Thalia. Das kam, lasst mich lügen, 10 Euro. Aber es sind wirklich schön. Und für Einhornverrückte ist das auf alle Fälle ein Muss. It's a mercy running.